Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es ein Video von mir, das es so noch nicht gab. Es gibt dieses Format natürlich auf anderen Accounts. Jetzt greife ich es auf und möchte es in meinem Stile umsetzen. Und zwar zeige ich euch, welche Produkte momentan auf meiner Wunschliste stehen. Ob ich die Produkte irgendwann dann auch kaufe, ist natürlich eine andere Frage. Mir geht es einfach nur darum, euch zu zeigen, welche Produkte ich momentan so im Auge habe. 10 Produkte insgesamt, Jacken, Hosen, Schuhe und ein Oberteil. Ich würde sagen, wir fangen von oben nach unten an und dazu brauche ich mein Handy, weil ich die Items hier abgespeichert habe. Das Ganze geht los mit einer meiner absoluten Favorite-Jacken und zwar die Celine Teddy, beziehungsweise in diesem Fall die Western Teddy, also die so ein bisschen auf diesen Western Style angelehnt ist. Ich finde diese Jacke wunderschön, habe sie ursprünglich an Luca Sabbat und an Vincenzo Vijay Borelli, heißt der Gute auf Instagram, gesehen. Wie ihr sehen könnt, besteht die Jacke zum Großteil aus schwarzem Wollobermaterial. Dazu gibt es dann diese Kontrast Off-White cremefarbenen Lederbesätze. Eben auf der Schulter, Brust und dementsprechend auch auf dem Rücken. Dazu sind die Taschen noch mit Leder verziert, auch in diesem Cremefarbe. Insgesamt finde ich diese Jacke wunderschön. Das Einzige, was mich vom Kauf abhält, ist der Preis, denn die Jacke kostet 2100 Euro. Und das ist ein sehr stolzer Preis. Die Sache ist natürlich, Western Style ist, also ich finde diesen Style schon sehr lange cool. Auch Western Boots, die Calvin Klein Ralph Simmons Boots, die Balenciaga Boots, die ich habe. Es ist so gesehen aber auch mehr Trend als zeitlos. Und von daher 2100 Euro für diese Jacke auszugeben, ich weiß nicht, ob ich das übers Herz bringen könnte. Eine weitere Jacke, die auf meiner Wunschliste steht, ist die Noah NYC St. Michael Varsity Jacke in einem wunderschönen rosa Farbton. Auffällig ist natürlich erstmal der Colorway der Jacke in diesem rosa mit schwarzen Kontrasten, in diesem Fall am Gummibund, auch wieder an den Handtaschen, also an den Taschen für die Hände, an den Ärmelgummizügen sowie in der Jacke und dann auch auffällig das Noah N sowie der St. Michael Aufsatz auf dem Rücken. Auf beiden Ärmeln sind dann noch jeweils ein schwarzer Streifen. Eine wunderschöne Jacke, auch hier wieder qualitativ wird die wahrscheinlich auch super gut sein. Preislich liegt die bei 775 Euro. Der Schnitt der Jacke gefällt mir sehr gut, auch hier wieder so ein bisschen so American University Style mäßig. Sehr schöne Jacke, sehr gut umgesetzt. Übrigens, alle Produkte, die ich euch hier zeige, sind in der Beschreibung verlinkt. Solltet ihr auch Interesse an den Produkten haben oder euch einfach nochmal im Detail die ganzen Sachen anschauen wollen. Eine weitere Jacke ist diese Diesel Red Tag Jacke in Zusammenarbeit mit Readymade. Ich habe diese Jacke auf Farfetch zufällig gefunden, war auch hier wegen des Western Styles sehr angetan davon, bis ich den dezent schmerzenden Preispoint von 5.223 Euro gesehen habe. Und das ist der Sale-Preis. Regulär, laut Farfetch zumindest, ist die bei 7.461 Euro gelistet, was absolut pervers ist für eine Jeansjacke. Nichtsdestotrotz sieht diese Jacke, finde ich, wunderschön aus. Wie gesagt, auch hier wieder der Western-Style. Man könnte so ein kleines Muster erkennen, in welche Richtung mein Geschmack geht. Mit vielen Details, verschiedene Jeansstoffe, also diese Patchwork-Style eben, weiße Kontrastdetails und insgesamt eine wirklich sehr schöne Jacke. Aber aufgrund des Preises auf jeden Fall weg vom Realitätsfenster. Die wird auf keinen Fall irgendwann in meinem Schrank hängen. Kommen wir zur nächsten Jacke und ich glaube, das ist dann auch die letzte Jacke. Die ist von Bode. Ich denke mal, man spricht das Bode aus, aber ihr könnt mich auch gerne in den Kommentaren belehren. Auch hier wieder etwas Western inspiriert. Also es ist schon Kaktus-Details, Kaktus-Design eher in einem dunkelgrünen Colorway mit diesen Patch-Aufsätzen, Knopfleiste sowie einem längeren Kragen, also 70s Style, Western Style. Ich
finde grundsätzlich viele Produkte von Boot sehr, 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 sehr schön. Auch hier ist wieder der Preis das wirklich stark negative Kriterium. 1500 Euro für eine, auch hier wieder nicht zeitlose Jacke, sind mir dann zu viel. Vielleicht kommt die irgendwann mit 70-80% in den Sale. Das wäre natürlich wunderbar. Aber bis dahin wird sie auf meiner Wunschliste verbleiben. Kommen wir zu Oberteilen bzw. einem Cardigan. Ich bin ein riesiger Freund von Cardigan. Habe im letzten Herbst, Winter auch meine Cardigan gerne getragen. Dieser von Beams ist wunderschön. Sieht auf jeden Fall sehr cozy aus, schwarz-weiß. Sieht auf jeden Fall sehr cozy aus, schwarz-weißes Obermaterial. Ja, sollte man zu vielem tragen können und sieht auch vom Schnitt her sehr gut aus. 169 Euro ist ein relativ fairer Preis, also es ist noch für mich persönlich im Rahmen. Von daher kann es gut sein, dass ihr diesen Cardigan bald in einem Latest Pickups-Video sehen werdet. Moving on zu Hosen, und ich bin eigentlich kein großer Freund von Cargo-Hosen, zumindest von Cargo-Joggern auf keinen Fall. Diese Ami Paris Cargo-Hose mit einem geraden Schnitt, die gefällt mir sehr gut. Preislich 280 Euro für eine Hose, auch hier wieder sehr viel Geld. Aber die Hose ist super cool geschnitten, sie hat einen hohen Bund, ein gerades Bein. Und auch, also ja, am Model angezogen, finde ich, sieht sie super cool aus. Ich könnte mir vorstellen, dass auch ich diese Hose sehr gerne tragen werde. Weiter geht's mit Martin Rose. Auch hier wieder eine Hose, die wahrscheinlich den wenigsten von euch gefallen wird. Ich finde sie super cool, zum einen vom Schnitt, von den Materialien und vom Design. Ich sehe mich in der Hose, aber 890 Euro regulär, beziehungsweise jetzt mit 40% im Sale 534 Euro. Ist ein sehr stolzer Preis für eine so auffällige Hose, die wahrscheinlich mehr Zeit in meinem Kleiderschrank als an mir verbringen würde. Nichtsdestotrotz sehr, sehr, sehr schöne Hose. Eine weitere Hose, die ich auf meiner Wunschliste habe, ist von Marni. Auch die ist im Sale. Kostet jetzt 331 Euro statt 661,20 Euro. Erinnert mich vom Design ein bisschen an eine Koch- bzw. so eine Chefhose. Weit geschnitten bzw. fällt locker auf den Schuh. Ja, also natürlich ein bisschen verspielt durch den Schnitt, aber kann auf jeden Fall auch etwas seriöser getragen werden. Sehr schöne Hose, die ich auf jeden Fall im Auge behalten werde. So viel zu der normalen Kleidung. Kommen wir jetzt abschließend zu zwei Paar Schuhen, und das sind keine Sneaker. Ich habe für mich in letzter Zeit ja gemerkt, dass ich immer mehr weg von Sneakern mich bewege. Ja, tendiere ich momentan eher wieder zu Stiefeln und etwas klassischeren, schickeren Schuhen, beziehungsweise auch Doc Martens mehr. Und ich bin momentan auf der Suche nach einem schönen Paar Loafer mit einer etwas dickeren Sohle, wie bei diesen Toga Virilis Loafern, die in einem, also sie kommen in mehreren Farben in diesem Fall, aber der schwarze Colorway, schwarzes Glattleder mit den silbernen Schnallen oder silbernen Details auf dem Schuh. Ich finde, das ist wunderbar umgesetzt im Schuh. Es ist sehr schön implementiert, dieses klassische Loafer-Design mit ein bisschen verspielten, auffälligeren silbernen Details. Preislich liegt er bei 430 Euro. Ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste, sollte der mal in den Sale kommen. Weiß ich nicht, ob ich dann den Trigger pullen werde, aber die Chance besteht, denn der Schuh gefällt mir sehr, sehr gut. Und ein weiteres Paar Loafer, und das ist der Dior Explorer Loafer. Auch ein so gesehen klassisch schwarzer Loafer. In diesem Fall kein shiny Glattleder, sondern ein bisschen matteres Obermaterial. Die Besonderheit ist hier auch nicht zu übersehen, und zwar ist das Dior Oblique Design eben sehr prominent auf dem Schuh platziert. Dieser Schuh kostet 750 Euro, was auch ein super perverser Preis ist für ein paar Schuhe. Es könnte sein, dass ihr den bald in einem Latest Pickup Video sehen werdet. Sollte er mir passen und sollte er mir auch gefallen. Solltet ihr Fragen, Anregungen, Wünsche für weitere Videos oder sonstiges haben, lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Auch falls ihr ein, zwei Produkte habt, die ihr schon länger auf der Wunschliste habt oder die ihr unbedingt haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren zu sehen, was ihr euch noch kaufen wollt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns am Sonntag zu einem weiteren Video. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao.